zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmtoast Unboxing hier auf dem YouTube-Kanal von filmtoast.de. Und heute, da haben wir ein besonderes Double Feature im Mediabook da, das wir netterweise von Paramount Pictures zur Verfügung gestellt bekommen haben. Es handelt sich um das 48-Stunden-Double Feature mit Nick Nolte und Eddie Murphy. Eddie Murphy hatte hier seinen ersten Filmauftritt in nur 48 Stunden und der zweite Film und wieder 48 Stunden wurden die beiden knapp, ich glaube, 8 Jahre später wieder vereint in den Film. Und was das Mediabook Tolles zu bieten hat, das schauen wir uns einmal wie gewohnt aus der Ego-Perspektive an. So, wie gesagt, mit den beiden tollen Darstellern. Beide Teile wurden komplett neu remastered. Also man bekommt hier was. Ich glaube, Blu-ray waren sie vorher gar nicht zu bekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich hatte den ersten Teil auch nur 48 Stunden lediglich als DVD bei mir. Jetzt halt beide Teile in einer Box und komplett, wie gesagt, neu remastered. Wir haben noch Bonusmaterial bei nur 48 Stunden dabei mit Filmmaker-Fokus von Regisseur Walter Hill, dem Original-Kinotrailer und Space Kid, Original-Animationsclip von 1966 und halt Teil 2 und wieder 48 Stunden, ebenfalls mit Filmmaker-Fokus von Regisseur Walter Hill und einem Original-Kino-Trailer. Und dann schauen wir mal. Beide Teile gehen so rund um die anderthalb Stunden, ca. 97 und ca. 95 Minuten, sind in nahezu sämtlichen Sprachen im Dolby Digital 2.0. Lediglich die Original-Tonspur hat da eine Überarbeitung bekommen in Dolby True HD 5.1 Surround und ja, Untertitel haben wir auch so ziemlich in allem dabei, nur halt nicht deutsche Hörgeschädigte, nur Englisch. Aber wir sind hier, weil wir sehen wollen, was drin ist, nicht nur auf der Disc. Dann schauen wir doch mal rein. So, dann schauen wir mal, da haben wir erstmal hier, das ist geklebt, das ist... Ja, ist leider so. Gucken wir mal, wie viel Reste überbleiben. Das fühlt sich gut an. Und jetzt machen wir uns das einfach. Gehen wir mal rum. Und machen das vorsichtig auch ab und haben keine Kleberückstände. Schon gut, das ist Pappe. Das kann man... Ja, der eine wird es entsorgen. Ich bin jemand, der das in einem Schuhkarton sammelt. So, dann haben wir hier eine matte Oberfläche, nichts Glänzendes, nichts, was da irgendwie optisch hervorsticht, wenn wir das so ein bisschen im Licht wackeln lassen. Mit eigentlich ganz coolen, in Rot und Blau gehaltenen Farben und auf der Rückseite auch beide nochmal. Der Cop und der Gangster, wie das immer so schön ist als Buddy-Cop-Variation. Ich habe hier eine leichte Delle, spüre ich gerade, ansonsten ist das alles eigentlich sehr überschaubar. Gucken wir direkt rein und haben ebenfalls in diesen Farben wieder auch ein tolles Bild der beiden. Wir können direkt hier das Booklet auch weiterschlagen. Da sind dann auch unsere beiden Filme entsprechend 48 Stunden mit dem Originaltitel einfach 48 Hours und darunter Another 48 Hours. Ja, gucken wir mal, ob wir den hier rauskriegen. So. Kamera, beide Filme ab 16 und hier haben wir nochmal die beiden dann entsprechend. Das Booklet ist schön dick, ich weiß jetzt gar nicht, ob es irgendwo stand, wie viele Seiten es sein sollten. Das habe ich dann, wenn wirklich erfolgreich, überlesen, weil beim Bonusmaterial steht es ja sonst mit dabei. Ist nicht so schlimm, wir können ja mal selber mitzählen. Ich denke aber, so wie das sich anfühlt, sind ein bisschen mehr als die typischen 24 Seiten. Es ist sehr stabil, muss ich mal sagen. Das ist hier in einem, ja nicht Hardcover, aber schon stabiler als sonst. Die anderen sind da leichter zu knicken. Wenn ich jetzt hier die erste Seite direkt aufschlage, hört man vielleicht auch, das ist stabil umrahmt. Und dann haben wir hier die dünneren Seiten im Verhältnis. Das ist auf Hochglanz, das ist kein Zeitungspapier. Der Oldschool-Klassiker des Action-Kinos, nur 48 Stunden. Der nachfolgende Text enthält Spoiler und sollte erst nach Sichtung des Films gelesen werden. Das finde ich schon mal grundsätzlich gut, wenn jemand das so direkt mal ja, betont, bevor man hier sich das durchliest vorab und ein bisschen vielleicht heiß machen möchte, wenn man die Filme noch nicht kennt und dann am Ende schon gespoilert wird und sich gefühlt die Filme gar nicht mehr angucken muss. Ein kritischer Blick auf unsere Bibliothek ist dann der erste Step. Wir gehen jetzt nur mal so drüber und gucken uns die Bilder an dabei. Wir haben das immer weiterhin hier in den blauen Rottönen. Das Drehbuch wird erläutert. Roger Spottiswoode ist dann halt
entsprechend Filmregisseur der Reihe, beziehungsweise nicht Regisseur, was rede ich hier? Ist entsprechend der Drehbuchautor der Reihe, auf den noch mal ein bisschen eingegangen wird. Nick Nolte in seiner Rolle in nur 48 Stunden. Auch hier so ein paar Zitate und immer wieder zwischendurch die Bilder und immer in dieser gleichen Farbe, finde ich super. Eddie Murphy, Walter Hill, der Regisseur. Also auf alles wird ein bisschen eingegangen. Nick Nolte hier noch mal ganz schön drüber gesprungen. Hier noch mal ein schön großes Bild von beiden. Boys are back in town. Wo es dann die Fortsetzung gibt. Nick Nolte wird dann hier alle beleuchtet. Eddie Murphy in seiner Rolle in nur 48 Stunden. Das Gesicht kennen wir auch. Brian James, der ist auch in sehr vielen Filmen immer wieder vertreten. Von ja, Blade Runner steht jetzt hier. Da kann ich mir jetzt nicht auf Anhieb erinnern. Ich habe auch Blade Runner nicht auf. Und Kevin Teague, glaube ich, wird da ausgesprochen. Könnte auch Ty. Die Scores von James Horner. Auch sehr früh. Und ein bisschen Wissenswertes. Also hier kriegt man wirklich viel geboten. Muss man einfach sagen, dann haben wir am Ende hier Eddie Murphy, der uns hier anguckt nach dem Motto, wie, sind wir schon am Ende? Und da haben wir es auch wieder hier ein bisschen stabiler, das Blatt. Sehr, sehr cool. So, und zum Ende der heutigen Folge das kurze Fazit meinerseits zu dem Mediabook von dem 48-Stunden-Double-Feature und ich finde es richtig cool. Also optisch hätte ich jetzt gesagt, das sieht im ersten Blick so ein bisschen, ja nicht dahingeklatscht aus, aber ich weiß nicht, so, ich bin ja immer der Freund von, wie man schon bei manchen Folgen gesehen hat, der ein bisschen mehr Optik da gerne hätte. Im Grunde eine spezielle Karikatur, ein spezielles Motiv. Zuletzt hatten wir Lord of War, der hatte da auch ein sehr cooles Bild, was man sonst als Cover seltener hat. Und auf der anderen Seite denke ich mir, nein, das passt haargenau. Das ist genau das, was man von, was diese Filme vermitteln. Und dann auch in diesen Farben gehalten. Und das zieht sich dann auch komplett, nicht nur auf den Vor- und Rückcover, sondern durchs komplette Booklet. Finde ich sehr cool und ich finde auch sehr cool, dass man hier sowohl einen kritischen Ton mal lesen kann, als auch wirklich von vorne bis hinten über jeden Darsteller, jeden der Filmmacher, den Drehbuchautor, den Regisseur und sogar in den Nebenrollen, die Bösewichte, was über diese lesen kann und noch dann recht ausführlich. Das rundet das extremst ab und ich finde auch sehr schön, dass dann vorab auch schon einfach gesagt wird: Vorsicht, Spoiler, weil natürlich dann auch auf die Rollen oder auf die Filme nochmal sehr detailliert eingegangen wird, dass man nicht gespoilert wird. Als kleine Warnung finde ich super. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen oben da. Abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr mehr von uns sehen möchtet. Vergesst dann nicht, das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr auch keins der neuen Videos verpasst. Und verratet uns doch mal in den Kommentaren, wie steht ihr zu den 48-Stunden-Filmen? Habt ihr sie gesehen? Was gefällt euch besonders an diesen? Holt ihr euch das Mediabook, beziehungsweise holt ihr euch das Double Feature an sich? Es kommt ja auch noch als normale Blu-ray raus. Holt ihr euch die Filme nochmal, damit ihr sie auch nochmal in Hochglanz zu Hause genießen könnt, im Regal stehen habt. Ich danke fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao. Thank you.